Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, das Jahr neigt sich dem Ende und es ist Zeit, im goldenen Buch der Gemeinde Empfingen nachzulesen. Das Jubeljahr ist fast geschafft und ich kann sagen, es war fabelhaft. 12 Monate lang ging es im Flecken rund, denn 1250 Jahre sind dafür ein guter Grund. Das ganze Jahr hier war was los. Es wurde gefeiert, mal ganz klein, mal riesengroß. Dieses Jahr war sicherlich ein Meilenstein und geht in Empfingens Geschichte ein. Denn eines war von Anfang an ganz klar, 2022 wird für uns ein ganz besonderes Jahr. Auch wenn zuerst der eine oder andere hat gemeckert, wusste ich genau, es wird geklotzt und nicht gekleckert. So haben jahrelange Planung und Organisation sich doch bewährt und uns ein tolles Jubeljahr beschert. Es gab somit fast kein Verschnaufen, denn so manches Projekt war auch noch nebenher am Laufen. Dass sowas nicht alleine geht, ist völlig klar. Darum Dank und Anerkennung an jeden, der beteiligt war. Hier zeigt sich auch unser Dorfcharakter dergestalt, dass es bei uns noch klappt mit dem Zusammenhalt. Diesen Geist sollten wir uns alle bewahren, jetzt in der Weihnachtszeit und in den nächsten Jahren. Drum wünsche ich zum Schluss und lass es hallen, Gesundheit, Glück und ein besinnlich frohes Fest euch allen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 2022 war unser Jahr, trotz Corona und trotz dieses komischen Ukraine-Krieges der Russen. 2022 haben wir unser Ortsjubiläum gefeiert. Am Anfang gab es durchaus Kritik, was das alles kostet. Doch ich kann Ihnen sagen, das haben alle unsere Sponsoren gespendet. Und da kann ich sagen, wir haben ordentlich gefeiert. Von Januar bis Dezember. Und das in groß und klein, mit jung und alt. Dafür gilt mein Dank allen Ehren- und Hauptamtlichen, die uns so tatkräftig unterstützt haben. Ich freue mich schon auf die 1300-Jahr-Feier. Und 2022 war ja nicht nur Ortsjubiläum. Wir haben viele Projekte umgesetzt. Das Pflegeheim oberhalb des Thälesee ist im Bau. Firmenerweiterungen, Baukräne überall in der Gemeinde. Und natürlich haben wir auch unsere neue Kindertagesstätte, die kleinen Strolche, eingeweiht. Mit über 5 Millionen Euro haben wir hier ein Zukunftsprojekt gebaut und dabei noch den Kostenrahmen eingehalten. Wir haben einen Spielplatz in Wiesenstetten zum Thema Feuerwehr aufgebaut. Die Friedhöfe zukunftsfähig gestaltet mit neuen Grabformen, neuen Wegen, neuen Sitzmöglichkeiten und haben auch noch Schuppengebiete entwickelt in Wiesenstetten und Empfingen. Wir haben Glasfaserprojekte umgesetzt und sind dabei natürlich noch voll im Fluss. Wir sind an der IKG-Planung, haben dort auch archäologische Untersuchungen durchgeführt und sind dann auch dort in den weiteren Planungen. Und auch die Ortsumfahrung lässt nicht locker. Wir wollen sie endlich umgesetzt haben. Am Innovationscampus zieht sich das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt mit Großprojekten an. Empfingen wird Mekka der Luftfahrt. Und überrascht bin ich dann immer wieder, welche große Projekte wir doch in einem kleinen Team hier im Rathaus, in dem Baubetriebsamt umsetzen. Trotz Corona, trotz Flüchtlinge, machen wir doch unsere Gemeinde attraktiv. Wir können es nicht jedem recht machen, ich sowieso nicht. Aber ich kann Ihnen eines sagen, wir werden es auch nächstes Jahr versuchen, aber bestimmt nicht hinbekommen. 2023 werden wir auch wieder viele Projekte angehen. Wir werden das Feuerwehrhaus in Empfingen baulich umsetzen, also erweitern. Hoffentlich dann auch das Löschfahrzeug einweihen, wenn dann die Lieferketten funktionieren. Wir werden weiter Glasfaseranschlüsse herstellen. Die Ortsdurchfahrt soll saniert werden. Das Gebäude Mühlheimer Straße 4 neben dem Rathaus soll saniert werden, umgebaut werden, einer öffentlichen Nutzung, wie auch der Rathausvorplatz soll gestaltet werden. Das barrierefreie Wohnen in Wiesenstetten wird dann baulich angegangen. Ich würde mich freuen, wenn noch einige Wohnungen verkauft werden. Und sicherlich fällt mir das eine oder andere neue Projekt dann auch noch ein. Der Dank am Ende des Jahres gilt Ihnen allen. Allen Ehrenamtlichen, allen Hauptamtlichen, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, allen Vereinen, jedem klein und groß, der uns die Gemeinde zukunftsfähig gestaltet und mitprägt. Ich wünsche Ihnen von dieser Stelle aus frohe und besinnliche Weihnachten, Frieden auf Erden und eine schöne, guten Rutsch ins neue Jahr.